Hallihallo. Zeit? Ich habe Zeit. Zeit für euch. Zeit, ein bisschen was zu erzählen, euch zeigen, was so von den Nadeln gehüpft ist, was ich fertig habe. Ich habe 3 Teile fertig und die möchte ich euch gerne zeigen. Ich habe leider ein bisschen Garn zu wenig für den Agnetier-Cardigan. Da muss ich was nachbestellen. Dann habe ich gestern was Neues angenadelt. Dann möchte ich euch noch eine schöne Raglan-Linie zeigen. Ja, womit fange ich an? Ich habe euch ja versprochen, wenn ich was fertig habe, dann mache ich ja immer ganz gerne ein Chicken-Strick-Video von Bärbel. Was habe ich denn? Ja, vielleicht liegt es daran, ich war gerade zur Wahl. Vielleicht liegt es daran, weil ich so viel habe, was ich erzählen möchte. Vielleicht. Ich komme mal ein bisschen runter. Ich bin Bärbel, ich komme aus dem schönen Emsland. Ich bin 60 Jahre alt und wir haben 2 Kinder und ein Wohnmobil. Und mit diesem Wohnmobil verreisen wir sehr, sehr, sehr gerne und im Moment auch sehr viel, wenn es dann die Zeit erlaubt. Letzte Woche waren wir kurz an der Nordsee und diese Woche hatte mein Mann einen Termin fürs MRT ganz in Nienburg, 1,5 Stunden von uns entfernt. Und da habe ich gedacht, ich fahre doch mit. Und das war ein guter Entschluss. Ich bin mitgefahren und somit haben wir das eine mit dem anderen verbunden. Und mega schönes Wetter hatten wir. Wir sind schon einmal die Weser ganz entlang gefahren, einmal schon mal mit unserer Tochter bis nach Hannover-Schmünden und einmal auch zurück bis zur Küste. Dieses Mal nur von Nienburg weg und alle, die auch ein Wohnmobil haben und möchten, so kostengünstig, wie es geht, irgendwo stehen, den würde ich die schöne Festzeltwiese empfehlen, denn die ist von der Stadt und die ist kostenlos. Da kann man sich dann, wenn man hat, autark hinstellen und diese schaffen wir eigentlich immer wohl gut für 2 Tage. Und somit sind wir dann 2 Tage dort geblieben und sind der Weser entlang, einmal Richtung Hoya. Da haben wir uns nochmal 2 Stellplätze angeschaut für Wohnmobile. Ja, es sind ungefähr 60 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Und das kann man eigentlich immer ganz gut schaffen, wenn man morgens so um 10, 11 nach dem Frühstück wegfährt. Ich muss dazu sagen, im Wohnmobil schlafe ich immer sehr, sehr, sehr gut. Ich schlafe meistens bis zu 8-9 Stunden. Das ist schon krass. Das schaffe ich zu Hause nicht. Ich denke, weil man immer so viel im Kopf hat, was zu Hause gemacht werden muss. Und da ist die Zeit ein ganz bisschen anders getaktet. Ja, nach 2 Tagen sind wir dann von diesem Wohnmobilstellplatz weggefahren und sind dann, da wir einen Stellplatz gesehen haben bei der Fahrradtour, habe ich gedacht, Schatzi, da ist noch ein Platz frei, da möchte ich wohl ganz gerne hin. Ja, falsch gefehlt. Es war ja Wochenende, es war am Freitag und Freitag sind ja sehr viele immer unterwegs und haben auch ja Zeit zum Verreisen. Dieser Platz war dann belegt, aber es sollte so sein. Wir haben dann noch einen wunderschönen, idyllischen Stellplatz gefunden in der Nähe von Stolzenau. Dieses hieß Lese mit 2 E und der war sowas von idyllisch und der war auch fast geschenkt. Auch von der Stadt und für 4 Euro durften wir dann dort stehen. Da konnte man Strom nehmen, wenn man das dann wollte. Wir mussten unsere Akkus aufladen für das Fahrrad und somit haben wir dann dort für 2 Tage jetzt gestanden, sind heute wiedergekommen, gut erholt, ja, gut ein bisschen gesehen, gut was abgestrampelt und nun kann es losgehen. Was habe ich heute an? Ich habe mal bei Drops eine Anleitung eingegeben für ein
Blätterpullover. Da habe ich dann diesen gefunden. Der ist jetzt schon ein Jahr alt und alle, die mich kennen, ihr wisst das. Ich schreibe ja nicht gerne und es kann sein, dass ich da hier und da bestimmt was abgeändert habe. Deswegen fragt nicht weiter, ich kann euch das nicht sagen. Vielleicht habe ich das irgendwo in irgendein paar Videos von mir erzählt. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Aber ich habe gedacht, nichtsdestotrotz, ich möchte den anlassen. Ich möchte mich nicht extra umziehen für dieses Video. Und das ist dann halt einfach so. Gebt einfach Blätterpullover ein bei Drops, da habt ihr kostenlose Anleitung. Und wenn ihr dennoch ein bisschen suchen wollt, ein bisschen gucken wollt, dann schaut einfach in dem Video vom letzten Sommer. Auch da, ich weiß, ich habe ganz, ganz, ganz viele Videos. Auch das sage ich ja immer, ich möchte nichts löschen. Wer weiß, wo hier und da noch mal was drinsteckt. Jetzt kommen aber drei fertige Teile, die ich nach Anleitung gestrickt habe. Und ich möchte mit dem Pullover anfangen, den ich jetzt schon liebe. Das ist so ein schönes Stück und ich habe den jetzt schon 3 Tage angehabt. Den muss ich jetzt unbedingt schön baden, dass ich den nächste Woche wieder anziehen kann. Und zwar ist das der Boxy. Also in dem Teil bin ich verliebt. Und auch in meiner Strickrunde sagen ganz viele, der steht hier richtig gut. Und ich glaube, das tut er auch. Also er gefällt mir richtig, richtig gut. Er hat zwar mega, mega lange gedauert, weil ich den ja mit einer ganz dünnen Nadel gestrickt habe und zweifädig. Und bei zweifädig muss man ja doch immer ein bisschen mehr achtsam sein, dass man auch immer beide Fäden mitbekommt. Und ja, ich zeige euch den. Alle, die immer meine Shorts gucken, die haben den schon gesehen. Ich habe den auf links rum. Ich drehe den mal um. Hat aber einen Grund. Ich möchte euch das mal gerne zeigen. Ich häkel immer ganz gerne meine Teile zusammen. Sieht auf der Rückseite dann so aus und auf der Vorderseite sieht es so aus. Ich finde das immer schön sauber und man hat immer, ja, das immer passt. Ich habe da nie eine Lücke zwischen, als wenn ich das mit einer Stopfnadel mache. Ich weiß auch nicht wieso. Ich häkel ganz gerne meine Teile zusammen. Und das habe ich hier oben auf der Schulter auch gemacht. Das gefällt mir ganz gut. Die Schulterpartie gefällt mir auch sehr gut. Das rutscht nicht runter. Was ich allerdings ein bisschen abgeändert habe, das ist das Halsbündchen. Das habe ich in eins rechts, eins links umgewandelt. Das passt mir bei denen ganz gern, ganz gut. Ich wollte nicht, dass sich das dreht. Und ich habe das Bündchen unten einmal war es so vorgegeben, in eins rechts, eins links. Und das knickte mir über eine Woche immer wieder um, bis ich das dann gedämpft habe. Und so habe ich gedacht, Bärbe, die andere Seite machst du einfach ein bisschen anders. Die habe ich dann und empfehle das auch somit ganz gerne auf 6 Reihen. Also dreimal hin, dreimal zurück. Da hat man das dann gar nicht, dass sich das Ganze dann nach oben klappt. Was habe ich da noch zu sagen? Das Garn habe ich von der lieben Kiwi. Da schaut einfach mal beim Das oder Deichschaf, das ist die Kiwi Turek. Die hat auch einen Kanal, einen Podcast-Kanal und somit grüße ich dich einmal, liebe Kiwi. Und in dem Pullover war sie am Stricken, da habe ich gedacht, boah, das ist meiner. Also schockverliebt. Und habe den jetzt fertig. Dann bin ich in meiner Gruppe 5-mal gefragt worden: Bärbel, was ist das für ein Garn? Und ich hatte in meiner Handarbeitsgruppe, diese findet immer montags und mittwochs statt, da hatte ich da die Wolle, meine Restwolle
Ich habe ganz wenig gebraucht. Der wiegt noch nicht mal 300 Gramm. Der ist federfeder leicht und ja auch sehr groß. Halt eben Boxi. Und habe trotz alledem ganz wenig Garn verbraucht und somit meine Restwolle dann weitergegeben an der lieben Karin. Und somit habe ich letzte Woche nochmal Kiwi kontaktiert und gesagt, kannst du mir bitte nochmal das Garn sagen? So, ich habe 3, 4, 5 Videos von mir selber angeschaut und konnte es nicht finden. Ich weiß, wie ihr euch manchmal fühlt, wenn ihr nicht was findet. Und ich selber habe es auch nicht gefunden. Und dann habe ich ja Gott sei Dank die Kiwi, die konnte ich dann ansprechen. Ich sage euch das mal eben, was ich gebraucht habe. Und zwar ist das Ganze die Kaufanleitung von der Julie Locatelli. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und da habe ich verwendet einmal die Tides und die Farbe nennt sich Lime. Ich schätze mal, das heißt Lemon. Und wird aber Lime wird es geschrieben. Und dann habe ich die Titicaca verwendet und die Farbe heißt Wasabi. Und die beiden miteinander verbunden. Jo, das ist jetzt mein Boxi. Richtig, richtig schön und Dankeschön für diese schöne, tolle Anleitung. Die gibt es auf Englisch. Kann man auch auf Deutsch sich übersetzen lassen, wenn man die Anleitung runtergeladen hat. Dieses habe ich getan. Wenn man so ein ganz bisschen Englisch versteht, ich glaube, dann ist dieses auch nicht schwer zu verstehen. Ich habe es aber lieber in Deutsch. Sonst gibt es dazu nichts zu sagen. Mit Nadelstärke 3,5 habe ich das Ganze gestrickt. Jo, und es ist ein Geduldsspiel. Es dauert. So, was ratzfatz ging in meinen Augen, was ziemlich schnell fertig war. Auch eine Anleitung und zwar eine geschenkte Anleitung noch. Ich glaube, jetzt ist sie nicht mehr als Geschenk. Das war von Nana ihre erste Anleitung und die gab es 8 Wochen, 10 Wochen als Geschenk. Die konnte man sich dann kostenlos runterladen. Das ist das Füchslein. Auch eine super schöne, einfache, schöne Anleitung, gut nachzustricken mit verkürzten Reihen. Und das finde ich ja im Moment sehr, sehr gut. Ich mache das total gerne, weil die Pullover hier ist das nicht. Und da sieht man das. Es rutscht ein überall von den Schultern. Es ist ein bisschen groß, aber im Sommer macht mir das überhaupt gar nichts. Und heute Morgen war es ein bisschen frisch. Da habe ich mir einfach, weil ich liebe das Pink und Orange, habe mir einfach einen Top drunter gezogen. Aber vom Sitzen her ist es doch einfach schöner mit verkürzten Reihen. Hier ist es dabei mit verkürzten Reihen, einmal oben und auch nochmal unter den Armen. Das habe ich weggelassen. Jede Designerin sagt immer, bitte anprobieren, anprobieren, anprobieren. Und dieses mache ich immer ganz gerne. Und weil er mir halt gut passte, habe ich gesagt, da brauche ich die verkürzten Reihen nicht zu machen. Somit habe ich das da ein bisschen abgeändert. Und was ich abgeändert habe, das ist die Fignaht. Die Nana hat hier an den Seiten noch eine Linksmasche. Das finde ich auch immer sehr, sehr gut bei glatten Garn, bei Baumwollgarn und wenn ich ein Garn habe, was halt eben sehr glatt ist, damit sich das Ganze nicht dreht und verzieht und verschiebt, dann ist so eine Fignaht eigentlich sehr gut. Aber bei dieser Wolle, da fällt das weich, da fällt das locker, da brauchte ich das nicht. Ich denke, auch das wird im Herbst, wenn es ein bisschen kälter wird oder abends möchte man sich noch mal so ein bisschen einkuscheln, auch ein Lieblingspullover von mir, falls er nicht weggeht. Bei mir ist es ja ab und zu, ich habe ein kleines Kunstatelier und dann kann es doch wohl mal vorkommen, dass hier und da mal was auf Reisen geht. Das darf es natürlich
immer mal wieder gerne. Ich stricke dann halt was Neues. Woraus habe ich das gestrickt? Auch da bin ich schon einige Male gefragt worden und das Garn habe ich ja geschenkt gekriegt von der lieben Silvia. Und ich glaube, dieses Garn ist im Handel noch nicht erhältlich. Das hatte sie auf eine Messe gekauft. Es haben das schon einige gesucht, aber noch nirgends gefunden. Vielleicht kommt es noch, ich weiß das nicht. Also da seid nicht traurig, wenn ihr diese Wolle noch nicht findet. Und zwar ist es diese. Sehr ergiebig. Auf 50 Gramm hat man circa 200 Meter. Das ist ja schon eine richtig schöne lange Lauflänge. Man kann das Ganze arbeiten mit einer 2,5 bis 3. Ich habe das aber ja doppelfädig genommen und habe dazu die Sitasori. Die habe ich mal im Angebot ergattern können. Und dann schlage ich immer ganz, ganz gerne zu. Ich hatte allerdings etwas zu wenig. Und da hat auch die liebe Silvia mir was nachgeschickt. Sie sagt, ich kann dir was besorgen in mein Handarbeitsgeschäft, wo ich ganz gerne hingehe. Die hatten nichts mehr, aber Silvia hat mir das besorgt. Und somit habe ich jetzt noch einen ganzen Knäuel über. Und hiervon habe ich auch noch so einige über. Davon habe ich drei Stück verbraucht. Und die Sitasuri hat eine Lauflänge von 400. Ich muss mal eben gucken, ganz genau weiß ich das nicht. Von 424 Meter auf 50 Gramm. Also die läuft richtig schön lang und ich denke mal, da kann ich mir im Herbst, Winter noch ein schönes Set an Schal machen oder eine Stola oder. Da fällt mir bestimmt noch irgendwas zu ein. So, das war Nummer 2. Dann habe ich meine Schnecke fertig. Anleitung habe ich gesagt. Nadelstärke habe ich dann, dadurch, dass ich das jetzt doppelt genommen habe, habe ich das Ganze mit einer 5,5 Nadel gestrickt. Und so war es auch auf der Anleitung von der lieben Nana. So passte das auch mit der Wolle und mit ihren Angaben sehr gut überein. Dann die Schnecke habe ich fertig. Auch die hat mir mega, mega Spaß gemacht. Da war ich in einer ganz kleinen WhatsApp-Gruppe. Was heißt war? Da bin ich immer noch drin. Ich glaube, da habe ich meine Schnecke noch gar nicht gepostet. Meine Schnecke ist jetzt, die fängt man hier in der Mitte an. Da fängt man an und dann macht man erst die Schneckenkreise. Ich bin angefangen mit einer Häkelnadel. Ich habe mir erst einen ganz kleinen Kreis gehäkelt und aus diesem Kreis habe ich dann die Maschen rausgenommen, die ich brauchte. Die Schnecke ist auch sehr breit. Ich habe die noch nicht gespannt und ich werde das auch nicht tun. Weil das Kuschelwolle ist und ich brauche das gar nicht spannen. Ich habe das jetzt einfach breit über mein Sofa ausgebreitet und ich brauche die Schnecke nicht baden. Wer jetzt sagt, ich würde das machen und ich mache das immer ganz gerne, ich nicht so gerne. Und jeder soll das doch so machen, wie er das möchte. Und von daher, bei mir darf die Schnecke ruhig so bleiben, wie sie ist. Meine Schnecke hat ungefähr, das ist jetzt über meine Spannweite, ich denke mal 2 Meter lang ist das Ganze. Und am Rand, die wird normalerweise einfach abgekettet mit rechts. Und da weiß ich das immer, wenn ich nur rechts abkette und ich habe da kein Bündchen. Dann rollt sich das ein, dann muss man spannen, dann muss man es dämpfen. Und da ich das Ganze nicht wollte, habe ich so eine ganz kleine Borde.
mir rausgesucht. Und zwar, wie habe ich das gemacht? Ich habe aus einer Masche drei Maschen, genau, drei Maschen, da sticht man durch und holt sich den Faden. Das ist dann die erste Masche. Dann macht man Umschlag, dann geht man nochmal da durch, das ist das dritte Mal. Dann macht man Umschlag, das ist das vierte Mal, dann geht man nochmal da durch, das ist das fünfte Mal, dann macht man noch einen Umschlag, bis man sieben mit Umschlagmaschen auf der Nadel hat. Und dann bin ich hingegangen, eine Masche abheben, eine stricken, die abgehobene drüber ziehen, eine rechts und zwei Maschen zusammenstricken. Dann hat man ja erst zwei Maschen wieder weg und wir müssen ja also vier weg haben. Zwei hat man jetzt erst weg. Dann bin ich retour gegangen, alle Maschen links. Diese sieben habe ich gelassen und hier habe ich dann noch mal eine Spitze gemacht. Das heißt, die Spitze mache ich immer ganz gerne so. Die erste hebe ich ab, dann stricke ich zwei Maschen zusammen und die abgehobene ziehe ich drüber und somit habe ich ja noch mal wieder zwei Maschen weg und bin dann wieder auf meine Maschenzahl, die ich vorher auch hatte. Dann bin ich nochmal zurück. Auf der Rückseite habe ich alle Maschen rechts gestrickt, damit ich hier nochmal diese Knötchen habe, damit es hier links ist. Und die nächste Reihe habe ich alle Maschen schön locker abgekettet und somit habe ich ein, nach meiner Meinung, einen schönen Rand. Das Ganze habe ich gearbeitet. Ich hatte 10 Knäuel mir mal gekauft im Angebot. Auch von Lana Grossa. Lana Grossa ist ja, ihr wisst, meine Lieblingswolle. Und da habe ich noch einen ganzen Knäuel über. Da mache ich das jetzt mal so. Wer sich die Wolle gekauft hat und hat da was zu wenig, der darf mich anschreiben und den schicke ich dann einfach diesen Rest an Wolle. Und zwar ist das 70% Alpaka, 20% Seide und 10% Schurwolle und hat 100 Meter Lauflänge auf 25 Gramm. Ich habe die Farbe gehabt 509. Das Ganze darf man nehmen mit Nadelstärke 5 oder 5,5. Und ich weiß, hier habe ich die Nadelstärke 5 genommen. Das ist jetzt meine Schnecke und die Anleitung habe ich wo? Tada! Ich muss mal eben gucken. Ich dachte, ich wäre gut organisiert. Ich gucke erst mal in meinen Ordner. Da ist das Füchslein. Das ist die Nana. Da ist der Boxi. Da ist Blue Moon. Was dann noch mal kommen wird, aber es kommt erst mal was anderes. Wo ist, da ist die Schnecke, ich habe sie. Nein, ich habe gedacht, mir fehlt es ein, der Name, aber Babette Ulmer. Also die Schnecke von Babette Ulmer.
Da ist sie. So, das war das. Das waren meine drei Sachen. Mein Agnete-Cardigan, den zeige ich euch, wenn der fertig ist. Da gibt es nichts zu erzählen. Den stricke ich ja auch nach Anleitung. Der kommt von Petit Knit. Dann habe ich mir Wolle gekauft auf der Messe in Duisburg. Auch die habe ich euch ja schon gezeigt. Und die habe ich jetzt gestern angenadelt. So was Schönes, so was Kuscheliges. Und ich glaube auch, genau. Von Meisterstück www.meisterstücke.com und da habe ich, glaube ich, auch ein Schnäppchen geschlagen, ein Messeschnäppchen, und zwar 24,50 für handgefärbtes Garn und ein Traum, ein Garn. Das ist mein erster Knäuel und da habe ich schon ganz schön viel von abgearbeitet, weil es so viel Spaß macht. Es flutscht von der Nadel, es flutscht durch den Fingern, es ist mega, mega weich, es ist wieder kuschelig. Warum kuschelig? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe jetzt einfach Kuschelzeit. Und so ganz so warm ist es draußen noch gar nicht. Also es lässt sich noch super, super gut verstricken. Und solange dieses noch so ist, ich noch gar keine Lust auf irgendwie einen Sommertop oder Sommerteilchen habe und das noch durch den Fingern flutscht, stricke ich hier dran noch weiter, solange ich auf die Wolle warten muss von meinem Agnete-Cardigan. Und zwar habe ich hier 100% Suri Alpaka, 400 Meter Lauflänge, und das Ganze darf ich stricken mit einer 3,25 bzw. 3,75, und da habe ich mich für die Mitte entschieden. Ich nehme die 3,5 und es flutscht. Ich denke mal, weil ich da nur mit einem Faden stricken brauche. Erst habe ich gedacht, oh meine Güte, ist das auch wohl zu dünn? Nein, es ist nicht dünn, es macht richtig Spaß. Und dann mache ich wieder mein eigenes Ding. Ich habe jetzt keine Anleitung. Ich habe mal ein bisschen rumgeblättert in meiner Zeitschrift von Lana Grossa. Und da hatte ich ein Modell gefunden. Und zwar vorne, glaube ich, 7. Das fand ich sehr schön hier, dieses Modell mit so einer Naht dadurch. Was ich wieder nicht mochte, das war unten glatt rechts. Mit glatt rechts anfangen. Irgendwas sträubt sich da in mir, weil ich das weiß, dass sich das nach oben knickt. Und dann muss man hinterher nochmal drum zuhäkeln oder. Und da habe ich gedacht, nein, dann mache ich das einfach nicht. Ich entwerfe ein bisschen mein eigenes Ding, habe so ein paar Anleitungen, die ich hier so habe, was ich noch so im Kopf hatte. Ich hatte da vor kurzem mal eins von der lieben Karin geschenkt bekommen. Da war das ein ganz schönes Bündchen und dieses habe ich jetzt einfach mit aufgegriffen. Hatte die Anleitung auch gar nicht dabei und habe da jetzt einfach mein eigenes Ding gemacht. Ich stricke das Ganze mit der Mindful und zwar 3,5. Und was steht da drauf? Ich finde das ja immer sehr schön, was drauf steht. Und da steht drauf Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist eins der schönsten Tugenden, wenn man ja auf alles, was man sieht, was man fühlt, was man erleben darf, dankbar ist. Und ich bin auch dankbar für alles, was ihr mir mal schreibt, wenn ihr mir mal einen Daumen nach oben, für die vielen Neuen, die dazugekommen sind und. Jeden Tag,
immer mal wieder zwischendurch dankbar zu sein, ist was ganz, ganz Wunderbares. Mein Mann sagte, Bill, was war denn das Schönste an unserem Wochenendausflug? Oder es waren ja auch ein bisschen mehr, es waren ja fast 4 Tage. Das Schönste, dass wir so viele schöne Sachen, so viele schöne Momente erleben, gesehen haben durften. Das erfüllt mich und das macht mich dankbar. Auch mal ein Dankeschön an die Natur, an die wunderbare Natur. Ich liebe sie einfach. Und wenn man dann durchradeln kann mit Sonne, die Sonne scheint, das ist schon was Schönes. So, was habe ich gemacht? Ich habe 112 Maschen angeschlagen mit einer dickeren Nadel. Ich glaube, ich habe sogar, meine Augen sind manchmal sehr schlecht, dass ich das von der, was da drauf steht, von den Nadeln. Das kann ich manchmal gar nicht sehen. Dann mache ich das einfach nach Gefühl. Und da habe ich diese genommen und ich glaube, das ist eine 5,5er. Ich packe die auch nie wieder zurück in der dazugehörenden Tüte. Das sollte ich mir vielleicht mal angewöhnen, aber ist doch auch schön, wenn man es erfüllen kann. Und wenn ich dann fühle, ach, das passt wohl. Und habe dann 112 Maschen aufgeschlagen. Ich möchte den gerne etwas weit haben. Und habe dann gestrickt und somit habe ich ein schönes elastisches Bündchen und ihr könnt es schon sehen, was ich gemacht habe. Ich habe dann eins rechts, eins links, 4 Reihen gestrickt mit Nadelstärke 3,5, also nur aufgeschlagen die Maschen. Dann habe ich 4 Reihen, eins rechts, eins links gestrickt und habe nach 4 Reihen immer 3 Maschen ins Rechte umgewandelt. Nicht mehr eins rechts, eins links. Die vierte war dann schon immer eine rechte und dann bin ich immer weniger. Hier 3, da 3, da 3, da 3. Immer 3, 3, 3, 3, 3, 3. Und ohne dass ich das vorher ausgerechnet habe, kam es hin. Ich habe mir keinen Kopf gemacht, bin einfach angefangen. Und ich weiß nicht, dann leitet mich einfach mein Gefühl. Ich musste nichts aufribbeln, ich musste nichts dazu rechnen. Es kam so aus, wie ich es haben wollte. Seht ihr das? So habe ich mir da eine. Ein Muster eingearbeitet. Und hier habe ich das so gemacht, meine Mitte, und das sind 54 Maschen. Dann habe ich einen Umschlag gemacht, eine abgehoben, eine gestrickt, die abgehobene drüber gezogen. Diese, die dann kommt, die lasse ich von hinten und vorne in rechts. So habe ich das da ein bisschen gerippt. Da habe ich 2 Maschen zusammengestrickt und einen Umschlag gemacht. Nach Adam Riese sind dies jetzt 53. Das heißt, eine Masche war mir zu wenig, dass ich beide Seiten gleich habe. Und somit habe ich hier an dieser Seite, wo ich nur 53 Maschen jetzt hatte, nach dem Muster, mir eine Masche an der linken Seite noch dazu aufgenommen. Dann werde ich auch hier, und da zeige ich euch das ganz gerne, ich möchte das ganze Teil wohl Soft Ice nennen. Wisst ihr warum? In der ganzen Zeit, wo ich hier bei am Stricken bin, erinnert mich das an meine Kindheit und ich habe das Soft Ice geliebt. Ich liebe immer noch Soft Ice von Hoffmann. Und da hatten wir manchmal so ein aprikotfarbenes Eis. Es war dann auch gemischt mit Vanille, wenn man das gerne mochte. Aber ich mochte ganz gerne auch nur dieses, ja, ob das jetzt nach Pfirsich geschmeckt hat, ich denke mal schon. Aber das erinnert mich die ganze Zeit am Stricken an dieses Eis. Also werde ich mal Soft Eis mein Pullover nennen. Die liebe Elli hat mal gesagt, Bär, es wäre echt schön, wenn du deine Pullover oder deine Stücke, die du machst, die du selbst kreierst, einen Namen gibst.
gibst. Und somit werde ich nachher in diesen Podcast, wie lange rede ich eigentlich schon? Ach, 35 Minuten, das ist, geht ja alle noch. Werde ich dann dieses Mal das Softeis nennen, Softeis Teil 1. Und wenn ihr dann irgendwo demnächst wieder Halsausschnitt oder verkürzte Reihen möchte ich da einarbeiten, dann ist das dann Softeis Nummer 2, Halsausschnitt oder verkürzte Reihen an der Schulter oder wie arbeite ich meine Schulter. Kommt vielleicht demnächst schon. Was mit Sicherheit, ganz, ganz ehrlich versprochen, ist der Blue Moon. Ich werde immer zwischendurch mal wieder angefragt, Bärbel, hast du das irgendwo? Machst du das irgendwo? Ja, es gibt es schon, die ersten beiden Reihen, die Musterfolge, auch den Maschenanschlag, findet ihr unter meinen Videos, wo drüber steht Blue Moon. Ich bin den schon mal angefangen. Aber ihr könnt natürlich auch gerne noch warten. Es kommt. Versprochen. So, das war das. Dann. Kann ich auch hier leider nicht weiterarbeiten. Da warte ich jetzt auf die Anprobe. Das ist ja noch mal einmal ein Cardigan, den ich jetzt auch so weit fertig habe, dass der anprobiert werden kann. Den mache ich ja schon das zweite Mal. In einer etwas größeren Größe. Und da musste ich auch, weil es in einer größeren Größe und die Armlänge wurde gewünscht bis zum Bündchen. Und das habe ich jetzt soweit alles abgeschlossen, dass das jetzt anprobiert werden kann. Und dann habe ich auch diesen Cardigan fertig. Das ist jetzt die gewünschte Armlänge. Und ich denke, jetzt passt das Ganze. Dann wird das alles zusammen. Was habe ich jetzt? Der Moment mal eben. Dann wird das Ganze zusammengefügt und dann ist auch der Cardigan fertig. So, was habe ich noch auf der Nadel? Ich habe die Anleitung vom Hexagon. Der Hexagon sieht so aus. Von Nicolor Strickdesign. Und da bin ich jetzt so weit. Auch da habe ich ein ganz bisschen die Anleitung verlassen, weil mir war das Ganze etwas zu langweilig. Und ich habe gedacht, ach, da würde doch in der Runde vielleicht auch ein Lochmuster gut aussehen. Und da habe ich so ein ganz bisschen Lochmuster eingearbeitet und auf dem Rückenteil werde ich sofort mit einem Lochmuster anfangen. Wie ich da meine Zunahmen arbeite, das möchte ich euch jetzt ganz, ganz gerne eben einmal zeigen. Eine ganz einfache Zunahme und der Hexagon wird entsteht durch sechs Ecken. Man fängt hier in der Mitte an, da. Dann misst man seinen Brustumfang und dann halbiert man das. Dann entsteht das erste Teil, dann arbeitet man noch einen Halsausschnitt ein und wie es dann weitergeht, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, das weiß ich noch gar nicht. Ich denke mal, ich muss das Ganze jetzt auf mehreren Seilen legen oder auf ein Scooby-Doo-Band oder. Ich möchte, dass jedes Teil, es sind sechs Teile, und jedes Sechstel lege ich auf ein extra Seil, so dass ich mir das auf ein Pullover, der mir gut passt, drauflegen kann, um zu sehen, wie viel muss ich noch in der Breite, so dass ich meinen Halsausschnitt einarbeiten kann. Dieser ist von diesem Teil jetzt vorne. Genau. Und ich denke mal, ich möchte jetzt hier nicht zu viel zeigen von der Anleitung. Aber da könnt ihr auch gar nichts mit anfangen, wenn man immer nur so ein bisschen sieht. So wie jetzt hier oben.
da muss ich jetzt meinen Ausschnitt einarbeiten. Und das sieht so aus, als wenn ich von den sechs Ecken eine Ecke als Halsausschnitt stilllegen muss. Immer ein bisschen vorsichtig bei Kaufanleitung. Aber ich möchte euch ganz, ganz gerne meine Zunahmen zeigen, wie ich das Ganze mache. Wo habe ich das denn? Habe ich nicht in dieser Tasche. Habe ich in einer anderen Tasche. Ist noch im Wohnmobil. Das ist nicht schlimm. Ich drücke mal eben auf Stopp, den richtigen Knopf und stelle mein Mikrofon richtig hin und mache dann nachher da dran nochmal ein Zeigevideo. Dann habe ich hier auch nicht dran weitergearbeitet. Mein kleines Tuch, das ist nach wie vor nicht gewachsen. Es ist immer noch so gezeigt, wie ich es euch gezeigt habe. Und da ist keine Frage gekommen, ob ich es jetzt anders machen soll, ob ihr da noch einen Wunsch habt. Ich werde das jetzt einfach so machen, dass ich hier dran jeden Tag morgens mit anfange. Und ich werde keine Zunahmen mehr einarbeiten. Das hat jetzt eine richtig schöne Breite. Ich werde jetzt einmal mein Blatt so lassen. Hier habe ich ja zwei neue Blätter eingearbeitet. Und dann werde ich das Ganze einfach gerade hoch weiter stricken, bis ich dann retour muss mit der Spitze wieder zurück. Das werde ich dann euch immer hin und wieder mal in der Kamera halten, aber es kam keine Frage. Nur einmal die liebe Sabine, die gesagt hat, Bärbel, mit wie vielen Maschen bist du denn angefangen? Und da waren es ja 4 Maschen. Somit mache ich jetzt hier jeden Tag eine Stunde dran weiter. So, jetzt drücke ich mal eben auf Stopp und bin gleich wieder da. Bis gleich. So, und das ist jetzt mein Hexagon. Da bin ich angefangen, ein Lochmuster einzuarbeiten. Das hier ist die Raglandlinie. Und die möchte ich euch eben zeigen. Die ist sowas von einfach und überall einsetzbar. Wo bin ich denn jetzt hier? Vor jeder Linie habe ich dieses Lochmuster. Da werde ich euch eben mitnehmen. Ich stricke bis zu der Linie. Nehme hier alles an Resten. Und dann habe ich hier eine Hälfte und die andere Hälfte. Ihr seht, so kann man überhaupt nichts messen. Und somit muss ich das nachher auf 6 Nadeln oder Scooby-Doo-Bänder legen, um das messen zu können. Ich denke mal, wenn ich dieses jetzt sehe, die Hälfte, könnte es schon weit genug sein. Dann gehe ich ja von so aus. Aber wenn das jetzt meine Hälfte ist, ne, könnte es sein, dass ich noch so ein Stück muss. So, wie habe ich mein Lochmuster eingearbeitet? Und dieses Lochmuster bin ich ja erst oberhalb, ist mir das in Sinn gekommen, da was einzuarbeiten. Dieses Lochmuster werde ich beim zweiten Teil sofort hier unten mit einarbeiten. Und das geht so, das habe ich so gemacht. Wenn in der für die Musterbildung brauche ich 7 Maschen von der Zunahmestelle ab an. So, und eine Linie, wenn die Linie nach rechts gehen soll, muss ich immer 2 Maschen zusammenstricken. Wann muss ich das machen? Wenn ich diese Richtung beibehalten möchte. Diese beiden Maschen muss ich rechts zusammenstricken. Das werde ich jetzt machen. Ich werde mich jetzt so hinsetzen, dass ihr das gut sehen könnt. Ja. Ich brauche da nichts zählen. Ich sehe das. So, da kommen meine beiden Maschen. Die stricke ich jetzt rechts zusammen.
mache einen Umschlag und habe dazwischen jetzt wieder 1, 2, 3, 4, meine 5 Maschen. Aha, da kommt die zweite. 2 zusammen und einen Umschlag. Jetzt wieder 1, 2, 3, 4, 5. Passt wieder die nächste. Ein Umschlag. Und hier, wo ich das jetzt noch nicht habe, habe ich jetzt wieder die Möglichkeit, meine nächste Linie einzuarbeiten. 1, 2, 3, 4, 5. Hier habe ich schon 2, die ich zusammenstricken kann. Dann ein Umschlag. Dann habe ich noch eine Masche übrig. Da sehe ich meine Zunahmenaht. Ein Umschlag nicht vergessen. Jetzt die eine Masche, die ich schon wieder übrig habe. Und hieraus, aus diesem Querfaden, da mache ich meine Zunahme. Einmal davor, dann meine Naht und sofort nach der Naht. Eine Zunahme. Jetzt weiß ich wieder, 2 Stück habe ich. 1, 2, 1, 2. Und hier habe ich jetzt meine 7. Das heißt, ich mache einen Umschlag, hebe eine ab, stricke eine Masche und die abgehobene ziehe ich drüber und meine Linie läuft zur linken. 5 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und wieder. Umschlag. Eine abheben, eine Masche stricken, die abgehobene drüber ziehen. Wieder meine 5, 4, 5. Und so kann man sich jedes Muster selbst einbauen. Ich mache jetzt einfach nur Linien, man könnte auch Dreiecke machen und so weiter und so fort. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten von Lochmustervarianten. Ich könnte jetzt auch 7 Maschen dazwischen setzen und so weiter und oder auch nur 3, aber ich habe mich für 5 entschieden. Und wie es dann nachher auskommt, ich will auch nicht unbedingt, dass das Ganze hier zusammenläuft. Das werde ich nicht schaffen. Das finde ich aber auch überhaupt gar nicht schlimm. Wenn nachher mein Ausschnitt von dieser Linie zu dieser Linie passend ist, dann habe ich das so, könnt ihr das sehen, nicht viel. Vielleicht sollte ich euch mitnehmen. Ach, ich zeige euch das beim nächsten Mal, wenn das soweit ist. Das würde jetzt zu lange dauern. Da habe ich nur einen Faden. Bisschen achtsamer sein. Zurückgehen. Da habe ich unten einen Faden vergessen. Okay, das mache ich gleich. Ich kann aufhören. Ich kann jetzt ganz einfach sagen, das war's. Mein Stativ wackelt. So bin ich aber nur klein zu sehen. Aber dann ist das so. Ich kann ja auch so gehen. Und ja, ein bisschen was zu lachen ist doch auch schön. Ich kann immer wieder über mich selber lachen. Das ist auch schön. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch ein wunderschön. Ich habe was vergessen. Ich wollte euch ja noch sagen, und zwar bin ich über WhatsApp angesprochen worden, wie ich das immer so mache mit meinen Stricktagen, Strickwochen. Das könnt ihr so machen, wie ihr das möchtet. Ihr könntet mich einfach anschreiben, wenn ich dieses anbiete, wie das so abläuft. Wie läuft es ab? Da gibt es keinen Ablauf. Es ist immer individuell. Es ist mit jeder Person immer anders. Ich gucke einfach in meinen Kalender.
wo habe ich Zeit, wo kann ich dieses machen, wo kann ich dieses anbieten. Und dann könnt ihr euch einfach bei mir melden. Ihr könnt 2 Tage, 3 Tage, ihr könnt aber auch eine Woche, ihr könnt euren Jahresurlaub bei mir verbringen, wie ihr das möchtet. Ihr könnt euch euren Tag auch so gestalten, wie ihr das möchtet. Bei mir gibt es Frühstück oder bei uns mein Mann, der kocht. Und alles andere wird sich ergeben. Montags und mittwochs muss ich, bin ich, möchte ich nicht mitfahren, keinen Ausflug machen. Das sind immer die festen Tage, wo hier immer bei uns im Stübchen Handarbeiten stattfindet. Und zwar ist das einmal montags nachmittags von 15 bis 18 Uhr, im Sommer auch mal draußen. Und für alle Berufstätigen biete ich das Ganze mittwochs an und da möchte ich dann auch natürlich immer zu Hause sein. Und somit hat man immer schon mal zwei Strick-Events, die da immer mit drin sind. Und das ist einmal von 19 bis 22 Uhr. Auch da haben wir noch Platz in mein Stübchen. Das ist mittlerweile gut besetzt. Wir sind manchmal schon bis zu 10 Personen. Das macht gar nichts. Ich habe im Nebenraum auch noch wieder die Möglichkeit, da Platz eingeräumt und da können auch noch mal wieder 5, 6, ja, sitzen. Also Platz satt. Und diese beiden Tage sind immer fest. Sie sind eigentlich das ganze Jahr immer fest. Also wer da dabei sein möchte, der kann das auch ganz, ganz gerne machen, ob es jetzt von Umkreis. Wer sagt, auch für 20 Kilometer setze ich mich gerne mal ins Auto und fahre mal zu Bärbel, der kann dieses immer machen. Es sei denn, es ist unser Jahresurlaub. Unser Jahresurlaub ist im Juli, wo mein Mann und ich 2 Wochen weg sind. Ansonsten kann man das ganze Jahr über sich bei mir einbuchen. Wo ich noch, und da bin ich auch gefragt worden, wo ich noch Platz habe, das ist Ende Juni. Da sind noch 14 Tage zur Verfügung. Ich zeige euch das mal eben. Ach ja, also ich könnte schon fast sagen, vom 9. Vom 10. Juni, das ist ja schon Montag, bis Ende. Das sind also noch 20 Tage, das heißt fast 3 Wochen. Und in der letzten Woche oder 10 Tage, das möchte die Conny noch entscheiden, wie es dann so ist. Das ist ihr Jahresurlaub und die ist eingeplant. Und ich habe ja 2 Gästezimmer, also ist alles da möglich. Natürlich ist auch in unserer Familie, dass es immer Geburtstage gibt und somit ist es auch gar nicht so schlimm, wenn der oder diejenige dann auch mal ein bisschen Freizeit, also nicht 24/7 mit mir verbringen darf, kann, muss, will, sondern wo ich dann auch mal sage, du, heute Abend bin ich mal für 1 Stunde oder für 2 Stunden außer Haus, dann kann man ja machen, das, was man kann, immer das machen, was man selber möchte. Aber dass ich nicht 24 Stunden für denjenigen da bin. Man kann ja auch Ausflüge mit dem Fahrrad, mit dem Auto. Hier gibt es so viel zu gucken, zu machen, was man dann auch alleine machen kann, wenn man das dann möchte. Und somit kann ich von 10. Juni bis Ende Juni meine Zeit mit euch verbringen, wenn ihr dieses dann wollt. Im Juli, da sieht das ein bisschen schlechter aus. Und da bin ich gefragt worden und deswegen zeige ich das hier mal ganz, ganz gerne. Und zwar haben mein Mann und ich Urlaub vom 4. Juli und dann einfach 14 Tage. Das heißt, Ende des Monats bin ich wieder für euch erreichbar. Da würde ich einfach mal sagen, vom 21. Juli bis Ende Juli, das sind dann auch noch mal wieder 10 Tage. August, September, Oktober steht nichts, außer mal eine Hochzeit, außer mal ein Geburtstag, bis auf 2 Geburtstage. Aber wie gesagt,
da ist alles machbar und möglich. August, September, ganz frei. Okidoki, jetzt sage ich aber, ich bin da mal weg. Ich wünsche euch alles Gute. Viel Spaß, viel Freude weiterhin mit mir. Ich werde euch immer mal wieder zwischendurch fast berichten, auch wenn wir Sommer haben. Ich hänge jeden Tag an der Nadel. Das ist so und das bleibt so. In diesem Sinne, machet gut, bis dann und Dankeschön für eure Zeit. Tschüssi!